Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Konjunktion zwischen Mond und Lilith, ein durchaus sehr interessanter und spannender Aspekt, mal ein bisschen etwas anderes, mal ein wenig, wie sagt man, menschlicher oder persönlicher. Wir erkennen hier in der Konjunktion zwischen Mond und Lilith das Hochkommen von einer Lawine, ja, an Kindheitserinnerungen, ungelöste Konflikte. Ich vermute auch sehr viel Missbrauchsfälle, Wut, Schmerz und Ohnmacht kommen hoch. Ja, aufgrund dieser schweren Kindheitserfahrungen. Und wir sehen auch hier, dass das 11. Haus davon natürlich massiv betroffen ist, weil Mond Lilith an der Spitze des 11. Hauses steht. Also das bedeutet, dass hier auch von diesem, naja, schwierigen Prozess Freundschaften betroffen sind, Gruppen betroffen sind. Also das heißt, dass man sich andere Freunde sucht, ein anderes Umfeld sucht, also dass sich hier dramatische Veränderungen ergeben. Es kann natürlich auch sein, dass sexuelles Verlangen innerhalb von Freundschaften hochkommt und dass eine der beiden Freundschaftsseiten nicht bereit ist, dieses Ansinnen zu erfüllen und es daher auch zum Bruch innerhalb von Freundschaften kommen. Also das heißt, hier kommt es auch zu großen Enttäuschungen. Und interessant ist, dass über den Jupiter-Spiegelpunkt im 7. Haus nicht nur das Thema Familie angesprochen wird, was ja mit dem Hochkommen von Kindheitserinnerungen Mond Lilith ja gewaltig zu tun hat, weil 80% aller Vorfälle sind ja im Bereich der Familie zu verorten, sondern auch der Bereich der Beziehungen hier schwer getroffen ist oder betroffen ist. Ja? Das heißt, bei Mond Jupiter-Spiegelpunkt haben wir eben das Problem, dass vor lauter Rücksichtnahme, ja, eben über vieles nicht gesprochen wurde. Also das heißt, dass Schuldgefühle entstanden sind oder, wie sagt man, das geht dann, es ist sehr schwierig, ja? Weil bei Mond-Jupiter-Geschichten haben wir eben das Missachten der eigenen emotionalen und körperlichen Bedürfnisse mit an Bord. Also ein ganz schwieriges Thema, sehr, sehr schwer besetzt, woraus sich natürlich dann hier auch Alkohol- und Drogenmissbrauch ergibt. Das sollten wir beim Mond Jupiter immer im Auge behalten. Und natürlich haben wir es beim Thema Lilith-Mond auf dem Gebiet des Löwen, dem männlichsten aller patriarchalen Symbole oder Zeichen, mit einem starken Imageverlust zu tun, mit starken Verlust des Stolzes. Ja? Und interessant ist, dass wir den Herrscher des 11. Hauses, Sonne, im 3. Haus haben und dass das 3. Haus das Haus des Gedankenaustausches, der Kommunikation ist. Fixstern haben wir hier leider keinen, haben wir erst bei 22 Grad 30, glaube ich, Ras al-Hagi oder so ungefähr heißt der. Und dass die Spitze des 3. Hauses im Skorpion steht, was für tiefe Gesprächsthemen steht, ja? Für ernste, für dramatische Gesprächsthemen. Und wir sehen ja auch, wir erkennen ja auch, Herrscher von 3, Mars im 9. Haus, das Wahrheitsthema will jetzt richtig herausbrechen. Und der zweite Herrscher von 3 steht im 4. Haus eingeschlossen. Das heißt, die Wahrheit über Familienthemen soll hier herauskommen. Kann man alles wunderschön herauslesen aus diesem Horoskop. Und natürlich sehen wir hier auch, ja, sehen wir hier auch starke Wahrnehmungsverzerrungen im Bereich des oder aus dem Bereich des 6. Hauses kommend. Das heißt, hier werden nach wie vor Lügen erzählt, ja, über das 6. Haus, Krankheitshaus. Ganz spannendes Horoskop, sehr, sehr spannendes Horoskop. Das ist mal aus einer anderen Warte betrachtet. Klar kann man das mundan auch interpretieren, will ich heute aber nicht. Ja. Will ich heute überhaupt nicht. Heute möchte ich eher auf der rein menschlichen Schiene arbeiten. Ja, und sehr, sehr spannendes Horoskop, sehr, sehr spannend. Ich würde hier auch gerne sehr viel mehr darüber reden, nur eben Zeit. Wir haben ein massives Zeitproblem. Ich habe ein massives Zeitproblem. Warum? Weil ich habe heute wieder volles Programm, wie fast jeden Tag, und daher auch wieder wenig Zeit. Wir sehen hier, ja, wochenendbedingt, tut mir leid. Wir sehen hier,
Aszendent Jungfrau, und auf dem Aszendenten Jungfrau, was haben wir, 27 Grad, haben wir Al-Qaida oder Al-Qaid, ja, heißt der Al-Qaid, der ist hier, da ist er, Al-Qaid, und also ist über 27 Grad eindeutig, ja, und hier wird dieser Stern von Elsbeth Eberdin zum Beispiel, also Fixstern, als schwierig bezeichnet, ja, er soll mit Trauer und Klage verbunden sein, ja. Hier ist Sohn Reinhold Eberdin, eine Stunde zusammen mit Unglücksfällen genannt. Ja? Unglücksfälle, Bergrutsche, Erdbeben, Hauseinstürze. Bergrutsche ist eine gute, wetterbedingte Katastrophe. Das sind eher nur für mich nur Metaphern oder Symbole, weil ich würde sagen, hier könnte jetzt ja eine Lawine losgetreten werden in Zusammenhang mit Familie. Ja? Wir sehen es ja, Herrscher von 1 in 4. Familiengeheimnis eingeschlossen. Ja. Natürlich ist ein Großteil, ich würde sagen über 90% aller traumatischen Erlebnisse, Erfahrungen sind auf Kindheitserlebnisse zurückzuführen. Und was das bedeutet, glaube ich, dir nicht näher erläutern zu müssen. Ich glaube, du verstehst schon ganz gut, was ich meine. Und natürlich ist die Jungfrau sehr systematisch, sehr genau, sehr gut strukturiert, ja. Und sehr unaufgeregt. Aber die massive Besetzung des dritten Hauses, eingeschlossen, ja, eingeschlossen, alle drei Planeten, Merkur, Venus, Pluto, ja, das hat schon für mich einen sehr geheimnisumwitterten Charakter, und da könnte schon einiges in den nächsten Wochen ans Tageslicht kommen. Also das heißt, wir sind geneigt dazu, in der Außenwelt zu suchen, ja, die Bösen, wie auch immer da draußen. Aber die wahrhaft Bösen, unter Anführungszeichen, die waren meistens in der Familie, ja? Meistens in der Familie zu suchen. Deswegen hat ja das System, auch über die 10 Gebote, das 4. Gebot zum Beispiel, ja, hat eben die zuverlässigsten Komplizen immer gut geschützt. Ja? Auch ein Sigmund Freud hat sich mit dem System gut arrangiert, was ein C.G. Jung nicht hat, wenn du dich erinnerst, ja. Und der eine hat sozusagen diese Erinnerungen in den Bereich der kindlichen Fantasien verortet, also ein Sigmund Freud, und hat dadurch Weltkarriere gemacht. Und der andere hat gesagt, Moment, genau dort ist ja der Hund begraben, und deswegen, wer kennt schon C.G. Jung? Naja, was auch immer. Ich glaube, C.G. Jung war meines Wissens, war der nicht Fische geborener und von einem Sigmund Freud, glaube ich, mich erinnern zu können, dass er Skorpion im Sternzeichen war. Aber so genau, bitte, das ist auch schon alles bei so vielen tausenden Horoskopen, bitte um Vergebung. Ja, du weißt ja, der Vakuumwitz, Papa, was ist ein Vakuum? Ich weiß nicht, gestern habe ich es nur im Kopf gehabt. Man kann nicht alles im Kopf haben. Ja, beim Bundesheer haben wir gesagt, was man nicht im Kopf hat, hat man halt in den Beinen. Schauen wir uns ganz schnell nochmal die neue Zahlenreihe an. 21, 30, 31, 38, 42 mal 2 ergibt dann nicht die 12, sondern die 6 als letzte Zahl. Die 21, höchstes Glück auf Erden. Naja, wenn das hier damit gemeint ist, natürlich würde sich das höchste Glück auf Erden ergeben, wenn man diese Dinge wieder auflöst und erlöst, wenn du deine Lebenskraft wieder zurückbekommst, wenn du wieder in die Freude gehen kannst. Ja? Aber wir sehen hier, dieses Horoskop möchte uns zeigen, hier liegt die Lebensenergie begraben. Drei eingeschlossene Planeten im vierten Haus, na brack. Das heißt ja, hier spielt in dem Horoskop die Musik. Und natürlich ist der Mond der natürliche Herrscherin des vierten Hauses, gar keine Frage. Also das heißt, diese Mond-Lilith-Konjunktion legt den Daumen genau in die schmerzvolle, jahrhundertelang vom System geschützte und verteidigte Wunde, bitte nicht übersehen. Ja? Dieses Horoskop kann sozusagen für mich eine Trendwende darstellen. Das ist nicht zu unterschätzen, dass das Weibliche wieder erwacht und sagt, nein, wir spielen bei diesen patriarchalen Gewaltspielen einfach nicht mehr mit. Und wir Männer werden nachziehen, weil, ich meine, siehe Ukraine, wer möchte da schon freiwillig sein Leben, wofür auch immer, oder? Für das Wohl vom Wilden Westen, oder dass die ihre Lügen weiter vertuschen können. 30. Die 30 steht für, haben wir in der ersten Reihe schon Zahlenreihe schon gesagt, die 30 steht für, naja, positive Energie, für Zuversicht, aber eben für Kraftlosigkeit und für Rückzug. Und den Rückzug sehe ich hier genau mit den drei Planeten im dritten Haus. Die 31, naja, der Zuckerberg, der hat schon ordentlich Schlagseite. Alle Lügenmodelle, wow, schau mal, wie der Zuckerberg absäuft. Die
machtpatriarchalen Spiele, huiui, die gehen allmählich zu Ende. Und natürlich sind sie darüber nicht sehr erbaut, weil die machtpatriarchalen Spiele sind Rollenspiele. Und wenn irgendjemand das Theater oder die Rolle in Frage stellt, dann werden die ziemlich wütend. Das ist eine uranische Zahl, eine explosive Zahl. Wir sehen aber Uranus im 8. Haus als Herrscher des 5. Hauses. Also das heißt, das Thema Wohlstand etc. geht den Bach runter und natürlich kann dann hier dann auch der Deckel nicht mehr drauf gehalten werden. Ist doch logisch. Und das System ist richtig Stinkbeutel wütend. Ganz einfach. Ganz sehr, sehr einfach, wenn man es ein bisschen anders interpretiert. Die 42. Huiuiui. Die große schwarzmagische Zahl. Die Macht, die uns seit Jahrtausenden sozusagen unten hält, die uns sozusagen ständig unterdrückt, die uns immer wieder mit ihren Machtspielchen berauscht und gefangen hält. Naja, solange wir die Machtspielchen nicht erkennen, sind wir, wie wir es hier im 4. Haus so schön sehen, die Gefangenen. Ja, die Gefangenen. Ja, ich meine, der Gefangenenchor von, Nabucco oder was, war ja auch sicherlich sehr schön, oder glaube ich, in Fidelio gibt es ja auch einen Gefangenenchor und so weiter, sehr, sehr schöne Arien, aber wie gesagt, wie man sagt, die unglücklichsten Vögel, also die im Käfig eingesperrt sind, singen die schönsten Melodien, aber vielleicht können wir dann auf das Singen dann verzichten. Die 6 meint ja dann auch, man soll sozusagen der Herzensenergie freien Lauf lassen, auch wenn das die Marsenergie ist, aber hier zeigt uns der Mars als Herrscher des 3. Hauses, dass wir die Freiheit wollen, aber auch die Wahrheit wollen, ja. Verzeihung. Und Mars ist auch gleichzeitig der Herrscher des 8. Hauses. Das heißt, hier kommen tiefe Wahrheiten heraus. Mitten aus den Katakomben der abgründigen, Therapieräume. Du weißt, in den Schlössern, wo es die mehrstöckigen Keller gegeben hat, die Therapieräume auch im Bereich der Kirchen, die Kryptas und so weiter, großartige Dinge. Das heißt, hier kommt hoffentlich die Herzensenergie wieder durch. Wie ich immer sage, die kosmische Energie möge sozusagen jetzt endlich zum Zug kommen, Zeit wird's, höchste Zeit wird's. Gut, was nehme ich? Ich nehme hier Wasserthema. Soll ich das da nehmen vom Teich? Den Hintergrund tue ich mal, das Geschwurbel tue ich schon weg, blenden. Weil es ein Mondthema ist, nehmen wir ein Wassermotiv und du weißt, um was es jetzt geht, bitte 19.50 Uhr, wenn du ein wenig Zeit hast, ein paar Minuten investierst, das reicht schon, ja. Wenn wir das regelmäßig machen, dann bauen wir ein unheimliches Energiefeld auf gegen welches die Satanisten nicht mehr ankommen können und wichtig ist, deren Matrix die Energie zu entziehen. Ja? Einfach ihnen die Lebensenergie nicht rauszusaugen, aber die Lebensenergie wieder auf dich selber zu fokussieren. Das heißt, geh in Erfolgsbilder, geh in fröhliche Bilder, geh in glückliche Bilder und wenn du schon so weit bist, würde ich dich bitten, auch mit dem Kapitel Meditation zu beginnen. Das heißt, dass du deine innere Stille wiederfindest. Gut, ich würde sagen, für heute reicht es. In der Kürze liegt die Würze. Einen großartigen, was haben wir heute? 3. Advent, wenn ich richtig gerechnet habe. Es gibt noch eine Gnadenschonfrist zum Kauf von Weihnachtsgeschenken, was ich so mitbekommen habe. Und in dem Sinne, einen großartigen Kalendersonntag. Dein Astrowolf. Ende.